Hallo Fotofreunde, Hallo. eine neue Folge von den, ihr seht es an dieser illustren Situation, wie wir sitzen, Stammtischphilosophen. Was sind wir, die Stammtischphilosophen? Worum es heute genau geht, nach dem Intro. Ja, nach langer Zeit sind der Mike und ich mal wieder zusammengekommen. Ich glaube, den Mike brauche ich nicht extra vorstellen. Oder nee, es ist einfach unverschämt. Aber wir machen auch nochmal ein Video, Freundchen, in einer neuen Meet and Greet-Reihe. Ja, oh, möchtest du? Ja. Wie sehr? Oh, vier. Vier. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wohin. Leg die Hände aufs Knie. Wir sitzen ja wie so Kaffeebesucher hier auf. Ja. Ist ja auch ein bisschen Kaffeesituation. Gibt's auch ein Getränk dazu? Ja. Darf man Corona-mäßig anstoßen? Nee, ne? Anstoßen nicht. Prost. Aber wir dürfen uns Prost zuwinken. In dieser heutigen Folge möchten wir euch unterhalten und wir uns selber halt auch unterhalten. Ne? Mhm. Wenn das, was wir jetzt gleich machen, wenn wir das sehen, ich hoffe immer, ihr erinnert euch an die lustigen Fotografen, wo der Mike nahtot gestorben ist. Ist das Hyperventilieren, was dir da immer passiert? Ich glaube, ja. Ich habe beschreib mal, nicht begutachten was lassen. Passiert. Also im Prinzip lachst du, gefühlt kriegt er keine Luft mehr und er ist tatsächlich in meinem Beisein einmal weggesackt. Tatsächlich. Ja, ich kann das bestätigen. Also nicht, dass ich dem Mann was Böses will, aber ich würde mich freuen, wenn wir heute so eine Situation wieder herstellen können. Nee. Und die Chancen stehen ja ganz gut, ne? Ja. Was haben wir heute vor? Klär unsere Zuschauer mal auf. Ja, wir haben ja irgendwann auch mal tatsächlich angefangen mit dem Fotografieren und wie soll ich das formulieren? Wir waren nicht immer ganz so geil, wie wir es jetzt sind. Wir haben auch Dinge getan, fotografisch, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, was hast du denn da fotografiert? Und da haben wir uns gegenseitig jetzt zur Aufgabe gestellt, such doch mal eine Handvoll Fotos raus, von denen du mit Blick des heutigen Fotografen sagst, das würde ich auf gar keinen Fall mehr so fotografieren oder bearbeiten oder beides. Sind die Fotos, die wir sehen werden, also wir müssen dazu sagen, wir überraschen uns gegenseitig, wir wissen es nicht. Wir haben jeder 4 bis 5 Fotos rausgesucht, die auf unseren digitalen Medien hochgeladen und dann werden wir dem anderen die gleich präsentieren. Genau. Sind es unbearbeitete oder bearbeitete Bilder bei dir? Bei mir ist es teils, teils. Ja. Teils Bilder, die aufgrund der Bearbeitung eigentlich unmöglich sind und teils Bilder, da müsste man nochmal bearbeitungsmäßig dran, aber ich glaube, die sind so, aber wir werden das später nochmal. Ja, aber das hört sich jetzt so an, als wären diese Bilder vielleicht jetzt Stand heute nicht ganz so toll, ob der Bearbeitung, rein fototechnisch hast du da nichts dran auszusetzen? Doch, auch. Auch? Auch, ja, ja. Sind es hauptsächlich Landschaften oder hauptsächlich Porträts oder? Also ich habe beides mitgebracht tatsächlich. Ja. Hm? Weil du das wolltest oder weil du tatsächlich in beiden Segmenten fündig geworden bist? Ich war in beiden Segmenten gleich schlecht zu dem Zeitpunkt und habe mir gedacht, bringe ich auch mal beides mit, weil also mein Schwerpunkt liegt ja ganz klar auf der Menschenfotografie, aber hin und wieder ist auch durchaus schon mal Landschaft, Stadt, urban, was auch immer, wo ich sagen würde, oh, das ist auch schlecht. Ja, das macht mir jetzt ein federig leichtes Gefühl, weil ich nur in einer Sache gefühlt richtig schlecht war. Ja, also ich wollte tatsächlich auch Landschaften finden und nee, also ja, es war so uninspirierte Landschaftsfotografie, aber nicht, dass ich nicht so sage, boah, um Gottes Willen, also so eine Grundidee von Bildaufbau war auch da durchaus zu erkennen. Da könnte man jetzt mal fragen, kann man denn bei der Porträtfotografie mehr falsch machen als bei der Landschaftsfotografie? Ich glaube ja, oder? Ja, bestimmt, ne? Weil über Landschaftsfotografie, du kannst machen, was du willst, die Landschaft wird sie nicht übel nehmen. Aber wenn du bei einem Model schlecht behandelst oder ihr vielleicht das Gefühl auch gibst, boah, irgendwas stimmt nicht, dann muss ja gar nicht an ihr liegen oder an ihm. Deswegen, ich glaube, man sagt ja auch, also Porträtfotografie, das ist ja schon so vielleicht kurz vor Hochzeit, ne? In der Hierarchie. Ja, absolut. Liebe Zuschauer, wie seht ihr das? Kann man in Porträtfotografie mehr falsch machen als in der Landschaftsfotografie? Bitte gerne in die Kommentare. Also tatsächlich habe ich
richtig fiese Nummern gefunden, also wirklich fies. Deswegen, liebe Zuschauer, wenn wir die Fotos anblenden, ich muss die Gesichter schwärzen, weil ich möchte nicht, dass die Models, die die Anfänge supportet haben, sich jetzt vorgefühlt fühlen. Vorgeführt fühlen. Genau, vorgeführt fühlen. Weil es absolut nicht an ihnen lag, sondern es lag einfach nur an dem scheiß Fotografen. Jeder fängt mal an, aber das war auch frech. So, wie man einfach ran ist. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so über Modelführung, über Lichtsetzung, über Lichtqualität, Lichtrichtung, wie mache ich ein Licht weich, was, oder das Model auch mal zu analysieren, wo ist es die Schokoladenseite, mal zu fragen, was magst du an dir oder was magst du nicht an dir, das war ein feuchter Traum, also bei mir auf jeden Fall. Also ich muss das nochmal betonen, was du gerade angedeutet hast, ne? Man muss dem Model, welches mit dem Anfängerfotografen sich traut, ein Projekt anzugehen, da muss man den Hut ziehen und sagen, vielen Dank, dass du dich darauf einlässt, ne? Weil ein Fotograf, der anfängt, der ist erst schon mal ausgelastet mit dem, was du gerade genannt hast, ne? Also Bedienung der Kamera, Bedienung des Lichts, ob natürlich oder künstlich, Modelführung, da denken die meisten dann überhaupt nicht mehr dran, oder überhaupt Modelkommunikation. Ja. Bei mir war das tatsächlich so, ich habe irgendwann aufgehört zu sprechen mit dem Model, nur da gefriemelt. Und bist du auch ohnmächtig dabei schon mal geworden? Nee, da war ich bei Sinnen, okay. Aber vollkommen ausgelastet. Ja. Zu, genau. Zu. Und wenn du das mal umkehrst, also wenn du da stehst und da macht einer was und der sagt nicht, ne? Mhm. Dann ist das blöde. Und wenn das Model dann bei dir bleibt und versucht, das mit dir hinzukriegen, das ist schon, kann man nur sagen, Dankeschön. Ja, auch auf diesem Wege, liebe Models, falls ihr euch auf dem einen oder anderen Foto trotz Unkenntlichmachung eures Gesichtes erkannt fühlt, Dankeschön. Auch nochmal genau. Von mir. Ja. Hast du das offen kommuniziert bei deinen ersten Shootings, bei den Models, dass du gesagt hast, tut mir leid, ich bin neu? Ich mache das sogar heute noch, weil... Aber du bist ja nicht mehr neu. Nein, ich bin nicht mehr neu, aber man macht ja hin und wieder schon mal Shootings auf TFP-Basis, ne? Also Time for Prints oder Pictures. Darf man das im digitalen Zeitalter eigentlich noch sagen? Ja. 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 Auch da probiere ich ja neue Dinge aus, wo ich nicht sattelfest bin. Und dann sage ich auch ganz offen, wir probieren jetzt hier ein bisschen was aus und wenn es schief geht, dann... Ja, schmeißen wir es halt weg. Also das finde ich, muss man schon sagen. Ja, also ich war relativ frech. Ja. Ich habe Models angeschrieben und gesagt, lass uns mal shooten. Aber ich habe, glaube ich, kein Wort drüber verloren. Dass du es nicht kannst eigentlich. Genau, dass ich es nicht kann eigentlich. Und hinterher dachte ich immer, wie kann das sein? Die suchen sich aber wenig Fotos aus. Weil man selbst trotzdem, ich war trotzdem auch immer ein bisschen stolz damals auf das, was ich damals gemacht habe, oder? Natürlich. Also ich zeige hier auch tatsächlich Bilder, die ich publiziert habe. Es gab das gibt es glaube ich immer noch, Foto Community, sagt ihr das was? Ja. Da war ich früher aktiv. Wurde ich nie aktiv. Nein, ich habe das bezahlt. Ach so. Ja, und da habe ich auch Bilder hochgeladen und man ist ja dann immer neugierig drauf, wie die Leute auf die eigenen Fotos reagieren. Man möchte geil gefunden werden. Man möchte gut gefunden werden, ja, ganz genau. Oder man möchte wissen, ob andere das Foto auch so gut finden wie man selber. Ne? Und haben sie es? Mittel. Genau. Nee, also ich habe mich dann eher so alleine ran gefreut. Aber das ist wirklich interessant. Damals fand ich das nicht richtig schlecht. Ich fand eigentlich stolz darauf. Genau, wie gesagt, ich habe es gezeigt sogar. Und die Erfahrung, oder was ja wirklich interessant ist, man entwickelt sich ja sowohl in der Art der Fotografie als auch in der Bildbearbeitung. Ja. Jetzt einfach mit ein bisschen Abstand nach, bei mir sind es so 5 bis 6 Jahre, das so mal anzugucken, wo man... Ja, ich hoffe, ich wünsche uns, dass wir uns gleich fremdschämen ein bisschen. Ich habe auch deutlich ältere Bilder, ne? Das muss ich schon mal sagen. Du hast aber auch eher angefangen. Ja. Rechtfertigt das, dass sie noch schlechter sind? Hoffentlich. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, ich behaupte mal, meine sind, wir lassen uns mal überraschen. Mhm. Vielleicht noch, also ich habe hauptsächlich Porträts und ich glaube nur ein bearbeitetes. Okay. Und wir können es ja jetzt uns gegenseitig mal überraschen. Mhm. Wer fängt denn an? Ich glaube, ich habe eins mehr. Würde ich anfangen, wenn das okay ist? Mal an. Ich fahre hier schon mal langsam das Moped hoch. Fahr das doch schnell hoch, lieber. Naja, das wird nicht möglich sein. Wir können ja tatsächlich, man fängt ja mal mit dem Positiven an. Ja. Dass wir erstmal in jedem Bild versuchen, was Positives zu finden. Okay. Und da raushauen und dann, falls was Schlechtes da drin ist. Ja, das sind ja die alten Regeln des Feedback-Gebens. Genau, Positives zuerst. Genau. Okay. Liebe YouTuber, da auch nochmal ein Wort an euch.
seid nicht so hart mit eurer Kritik, wenn ihr die Fotos seid. Wir lassen ja echt die Buchse runter, ne? Ich doch, glaube, seid hart, auf jeden Fall. Ich aber konstruktiv hart, bitte. Ja. Weil auch wir pflegen hier die Feedback-Regeln. Wir überraschen euch jetzt auch mal. So, dann loke ich mich jetzt mal ein. Mike, du darfst auch lachen, ne? Ja, ja, okay. So, jetzt muss ich mal anfangen mit einem... Ich guck auch nicht hin. Nein, nein, deswegen... Was ab. Genau. Was ist das für ein Getränk? Cola. Mit Flavor? So, ich fange... mit Flavor, genau. Ich fange jetzt mal mit dem Bild an. Ich kann noch nichts sehen. Ich bin selber gespannt wie ein Flitzebogen, was er ausgesucht hat. Nee, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, aber nein, ich hab ja, ich blende es jetzt mal kurz ein, aber das, ich hätte sonst 6, sonst kommt das nicht aus. Ja. Also pass auf, das machen wir mal außer Konkurrenz, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kannst du halt noch ein bisschen drehen? Ja, mach mal. Das Positive zuerst. Die schöne Lichtstimmung ist das, die du da eingefangen hast, auf jeden Fall. Und auch schöne Drittelregeln, goldener Schnitt, auch sehr positiv. Toll. Weiter. Aber auf das wollen wir nicht eingehen. Also tatsächlich ist das ja ein bisschen scherenschnittmäßig, aber mich stört aber halt... Ja, auch nicht so hundertprozentig, ne? Da ist noch, also die ist nicht komplett Schatten. Mhm. Okay. Von Herangehensweise war eine Blende 4 auf ISO 100, 30 mm bei einer Belichtungszeit, also da war viel Licht, ne? Das war, glaube ich, noch mit der Lumix FZ150. Also ganz kurz, ich finde, die Lichtstimmung macht schon vieles weg. Mir gefällt halt nicht, dass die Füße weggesäbelt sind. Ich habe das Model halt überhaupt nicht eingerichtet, ne? Das ist keine Körperspannung, das ist nichts, ne? Aber genau. So, pass auf. Das ist aber jetzt, so damit wir jetzt... Also das war jetzt außer Konkurrenz. Ja, außer Konkurrenz. Ja, okay, das war jetzt nur, weil du sagst, dann zeig mal. Weil so du furchtbar glauben wolltest. Schlecht ist es tatsächlich nicht. Wir fangen jetzt tatsächlich mal mit dem einzigen Landschaftsfoto an. Wo es schiel noch nicht her. Ich kann das nachher in der Kamera überprüfen. Fang mal positiv an, bitte. Auch eine schöne Lichtstimmung, die du da eingefangen hast. Blaue Stunde. Also kann man sehen, dass es eine HDR-Aufnahme ist? Dass es total überentwickelt ist, eigentlich hier so in diesen Strukturen? Ja, also man kann... Oder anders gesagt, die Kameras heute liefern ja durchaus schon so weit ab, ohne dass du dann drehen musst. Aber früher nannte man das HDR, das Zusammenbimseln von verschiedenen Aufnahmen. Genau, ne? Liebe Zuschauer, falls ihr es nicht mehr kennt, ich glaube, High Dynamic Range. Genau. Also man hat im Prinzip ein unterbelichtetes, ein normal und ein überbelichtetes Bild und die dann, wie der Mike schon sagt, übereinander geschoben. Und ja, alle Regler nach rechts, sage ich jetzt mal. Das sieht man jetzt in der Struktur von dem Haus ganz schön. Das war jetzt natürlich auch wieder in Anführungsstrichen nur eine Bridge-Kamera. War das deine erste, mit der du angefangen hast? Ja, damit habe ich tatsächlich angefangen. Mhm. So. Warum ist diese Aura um das Gebäude? Ja, vom dran drehen. Vom dran drehen, too much, ne? Also ja. HDR war für mich damals, boah, wie geil, aber das ist ja komplett überentwickelt. Ja. Also ich finde da nichts Gutes dran. Die Platzierung vom Objekt ist Arsch. Ja, zu wenig Boden drauf, sag ich jetzt mal. Dann genau. Dieser... Mast oder ja, was das war ein Fahnenmast, das war irgendeine Moschee in Abu Dhabi. Ja. Ja, natürlich stürzende Linien auch noch. Mhm. Klar. Komplett, also auch schiefer Horizont, ne? Ja, sicher, das ist aber mein Markenzeichen. Ja, das möchte ich raus. Aber ich werde ja auch nicht müde, dazu kritisieren. Ne? Anschnittscheiße, überbelichtet, stürzende Linien, ja. Ja, das ist eine schöne Überleitung zu einem Bild, was ich auch vorzeigen kann. Und zwar, wo du gerade sagst, HDR-Übertreibung. Hast du auch eins? Nein, ich habe, ich sag mal, eine andere Todsünde. Color Key, sagt dir was? Weißt du, was ich dazu mal sage? Ich sag, das ist Baumarkt 80er Soft-Porno-Style. Ja. Ja, ich zeig dir das jetzt. Achtung! Ist das Rasmus? Nein, Mareike. Mareike, muss man vielleicht kurz sagen, ist deine Tochter, wie alt ist Mareike jetzt? Jetzt 17. Kennt sie das Bild? Hast du es vertraut zu zeigen? Ja. Mach nicht weg. Nee, ich wollte dir ganz kurz sagen, womit das gemacht ist, weil du das auch gerade getan hast. Sekunde, muss ich mal. Blenden wir auch ein. Das habe ich gemacht mit der EOS 300D. Also Canon. Canon EOS 300D. Dirk, liebe Grüße. Der Mann, das ist der, über den wir gesprochen haben, der dreimal im Jahr die Systeme wechselt.
Ja. Habe ich gesagt, du bist auch verlinkt in dem Video übrigens. Ja, toll. Ja. Also wie gesagt, EOS 300D irgendwie mit einem Tele. Das ist das Vollformat? Krop? Format Entschuldigung, ihr seht. Liebe Canon, Achtung, kurze Zeitreise. Die Canon EOS 300D war die erste bezahlbare digitale Spiegelreflexkamera von Canon. Habe ich gerade geklatscht? Nein. Die erste bezahlbare von Canon. Okay. Genau, das war die erste bezahlbare. Ja, jetzt fuchte da nicht rum, ich will das Bild sehen. Ja, ich muss da hier drauf drücken, um das. Das wird schon wieder ein Zweiteiler, wird das schon wieder werden. Ja. Gib mal ein bisschen zu mir. Schlimm, ne? Also, wir fangen mit dem Positiven an. Du hast das Model nicht verschreckt, das Model hat Spaß in den Backen. Das sehe ich ganz deutlich, das finde ich gut. Also, das, der Umgang mit dem Model war adäquat. Mhm. Auch eine schöne Freistellung, gefällt mir auch sehr gut. Die Schärfe sitzt halt auch. Allerdings ist jetzt so der erste, das ist für mich eine Überlegung, ist das eine Fortsetzung von der neuen Netflix-Staffel Vampire Diaries Teil 7? Weil warum muss man diesem bezauberten Kind leuchtend rote Augen bauen? Also ist das so ein Zombie-Vampir-mäßig, ne? War das deine Intention? Ich weiß das nicht mehr, was meine Intention war. Ich glaube, es ist einfach mal diese Technik. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, kommt wieder? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, Kalaki kommt niemals wieder. Das Bild ist, sobald du die Farben wieder wegnimmst, hast du ein super schönes Porträt von deiner Tochter. Ja. Ne? Also hier ist es tatsächlich so, dass die Bearbeitung das zerstört. Punkt. Tu es weg. Nicht, dass Mareike das so sieht. Doch, die guckt dieses Video bestimmt auch an und